Wie geht man damit um? Also im Grunde genommen ist es, wenn man so will, die schwierigste menschliche Arbeit. Die nennt man seit alters her Verzeihen und Versöhnen. Wie geht das? Ja? Also das heißt, jemand hat sie reingelegt etc. und missbraucht, sitzen gelassen, verraten, volle Programm. Gibt es nur zwei Auswege, die ein altes spirituelles Muster haben. Und ich fange mal mit dem Schwierigen an. Versöhnen ist nichts zwischen zwei Menschen. Versöhnen geht nach da. Also kann ich das, was mir passiert ist, als Schicksal durchschauen und annehmen. Das sogenannte Opfer, was sich noch als Opfer fühlt, hat eine Arbeit zu leisten. Nämlich sich nicht weiter als Opfer zu fühlen. Sonst fragt es lebenslang warum und bleibt stecken. Kann ich den, der mich und mein Vertrauen missbraucht hat, sehen als ein 10-jähriges Kind mit einer Biografie? Und kann ich mir langsam erklären, warum der so oder so oder so an mir gehandelt hat, dann habe ich ihn durchschaut und mache ihn nicht mehr schuldig an das, was an mir passiert ist. Im Grunde genommen nehme ich ihm etwas weg, also seine Täter-Missbrauchstat, und werfe sie nach oben und sage, ist nicht der, hat was mit mir zu tun. Das deutsche Wort Schicksal heißt, es ist ihnen geschickt, Salus, Schicksal. Das ist ein lateinisches Wort und heißt Heil. Sie sind zu dem geschickt und auch in dem geschickt, wozu sie geschickt worden sind. Menschen sind nur geschickt in dem, wozu sie geschickt worden sind. Und Schicksal heißt immer, es ist ihnen, wenn sie es akzeptieren, auch das wird es ihnen zum Heil. Einen anderen Weg gibt es nicht. Zu akzeptieren, dass die Sonne aufgeht über Gutes und Böses gleichermaßen, über Vertrauen und Missbrauch gleichermaßen. Um das zu dramatisieren und auch deutlich zu machen, dass das stimmt. Fritzl, Österreich, Amstetten, hat Kinder, Keller. Wissen Sie, worüber ich rede? Ich rede über diesen Missbrauchsfall in Österreich. Ja, so. Jetzt macht sich alle Welt, weil da gibt es ja Vertrauensbruch ohne Ende. Deswegen nehme ich das so dramatisch stark. Was ist unsere Aufgabe als Heiler? Sollen wir verstärken, dass das ein Monster ist? Dann sind die Kinder weiterhin die Kinder eines Monsters. Oder sollte unsere Aufmerksamkeit nur und ausschließlich allein darauf gerichtet sein, die Kinder zu ermutigen und zu stärken. Die Kinder dieses Mannes. Was müssten wir dann tun, wenn die Kinder zu uns in die Praxis kämen? Irgendwann müssten wir ihnen helfen, ihren eigenen Vater liebevoll zu durchschauen. Man käme auf eine merkwürdige Geschichte, die in der Zeitung stand. Dass nämlich der Vater von Herrn Fritzl etwas Ähnliches gemacht hat. Haben Sie es gelesen? Also der Großvater der missbrauchten Kinder ist immer fremdgegangen und hat die Kinder, die er mit anderen Weibern gezeugt hat, seiner Frau ins Bett gelegt und hat gesagt, zieh die groß. Eines dieser Kinder ist Herr Fritzl. Was ich Ihnen gerade gesagt habe, heißt, bist du schon so weit, dass wir uns deinen Vater anschauen können? Das können Sie, verstehen Sie, das ist nicht eine Geschichte, die hier und jetzt und sofort läuft. Aber verlorenes Vertrauen, missbrauchtes, total zerstörtes Vertrauen, kommt ja irgendwann in Ihre und in meine Praxis. Und dann heißt es, können wir jemandem helfen, das, was er als nicht akzeptables Schicksal, Krach vor sich sieht, zu durchschauen? Meine Regel ist immer, dem, den du da in Vorwurf machst, mach ihn zu einem 9-jährigen Kind. Wenn es ein Mädchen ist, mach ihm Zöpfe. Wenn es ein Junge ist, zieh ihm eine kurze Hose an. Damit du ihn nicht mehr als Monster und groß erlebst, sondern erst einmal als Menschenkind. Und dann gehe ich mit ihm durch und gucke, ob er diesen Menschen, der ihm alles genommen hat, verzeihen kann und Versöhnung stattfindet.
Das ist der längste aller Prozesse. Vielen Dank für Ihre schwierigste Frage. Es ist die schwierigste. Da war ich und dann komme ich weiter. Liebe Freundin Ulrike, was kann ich für dich tun? Kannst du ein bisschen was dazu sagen, warum in der Medizin so häufig von den Ärzten den Patienten Angst gemacht wird? Ja, es wird ja in der Kirche auch. Also Frau, Angst machen Menschen anderen Menschen, weil es um Macht geht, ausschließlich. Also wir machen anderen Menschen Angst in der Kirche, in der Gesellschaft, egal in der Firma, auch bei den Ärzten im Heilungsverfahren, weil es um Macht geht. Und normalerweise ist es ja relativ einfach rauszukriegen, dass der Angst macht, eigentlich sich zu klein wähnt und deswegen bauscht er auf und tut sich Absätze und Generalstitel an die Jacke und sowas alles. Aber es ist im Grunde genommen etwas, was die Machtlosigkeit dieses Menschen nochmal manifestiert. Wenn man jetzt aber von oben ein bisschen aufs ganze System guckt, als manchmal auf unser Gesundheitssystem und auf die Stellung der Ärzte, dann sieht man, dass dieses System auch an dieser Stelle on the long zum Scheitern verurteilt ist. Also wenn wir sehen, dass diese Ärzte die Angst ausüben und sie höhen, mit Kliniken Verträge abschließen, wer wen zur Operation kriegt und dann die Hand aufhalten, dann ist das eine Person. Da musst du gar nicht drüber, kann man gegen sein, da kann man gegen kämpfen, aber eigentlich hätte man sagen können, ich bin der Prophet, ich hätte euch vorher sagen können, dass es so endet. Wenn das als Ware gilt, Gesundheit ist die am teuersten bezahlte Ware in unserer Gesellschaft, dann endet das immer so. Und dazu gehört der Wettbewerb und der Angstfaktor, und das ist nichts anderes als einer sitzt im Kasten, im Hamsterkasten und verbreitet Angst, weil er grenzenlos Angst hat. Du kannst ja nur etwas verbreiten, was du selber hast. Ja, also das würde ich mal nicht als Charakterschwäche sehen, sondern als Systemschwäche. Ja, und wir haben ein Medizinsystem, was keine Spiritualität kennt. Ja, deswegen, die WHO in New York hat es nicht aus Mitteleuropa und auch nicht aus Amerika gesagt bekommen. Achtung, jede Krankheit ist eine spirituelle Erfahrung und sonst keine, und dafür ist sie auch da. Das mussten die sich aus Indien ja sagen lassen. Haben sie dann auch gleich aufgeschrieben, und jetzt stehen wir Europäer davor und sagen, die spinnen die Inder. Ja. Weil das wiederum, dass wir in Mitteleuropa das schwierigste Land und Kultur sind, was Spiritualität angeht, ist auch wahr. Da habe ich eine persönliche Meinung zu, woran es liegt, dass wir einfach alle die Kinder und Enkelkinder einer total missbrauchten Generation sind. Unsere Väter und Großväter sind zu Mördern gemacht und erzogen worden, missbraucht worden ohne Ende, haben ihr Leben nicht weggegeben, sondern hat es ihnen genommen. Und unsere Mütter genauso, denen hat man die Kinder weggenommen, hat sie zu Soldaten gemacht und was weiß ich, was man alles gemacht hat. Und jetzt sagen die Kinder dieser Generation, also die Kriegsenkel und die Kriegskinder, sagen, nein, danke, komm mir nicht mit großen Gefühlen. Also, ja, komm mir nicht mit Massen aufmarschieren, mit großen Gefühlen. Wir singen höchstens das Deutschlandlied, wenn wir Weltmeister werden. Vorher wollen wir uns aber nicht als gemeinsame Gemeinschaft wahrnehmen. Das hängt alles damit zusammen. Und wie ein Arzt, wie wir ihn heute haben, ist eben ein Technikknecht. Ja? Moderne Zeiten, Charlie Chaplin oben auf dem Rad. Viele meiner Freunde sind approbierte Ärzte und du bist es schließlich auch. Aber das zu erkennen, Hacketal, wo ich die Ehre hatte, ihn die letzten Jahre seines Lebens zu begleiten, hat mal gesagt, Jürgen, ich habe mit dem Messer angefangen und mit dem Wort aufgehört. Ja, das ist sozusagen, das ist eine, sagen mir viele Ärzte, auch gerade Chirurgen,
hat mir noch vor 14 Tagen eine andere Dame gesagt, die war bei diesem Heilerkongress in Heidelberg. Ja, ich bin einer der ersten Ärzte, die diese und diese Operation gemacht haben mit dem Skalpell. Ich denke nicht mehr daran, das in die Hand zu nehmen. Überall. Das muss jetzt Heilpraktiker, die hier sitzen, nicht in einen Zähler laufen lassen. Heilpraktiker müssen sich nicht rechtfertigen. Das ist ein großer Fehler. Also sich dauernd an irgendwelchen Ärzten zu messen und dauernd irgendwie so ein Gefühl zu haben, dass sie ein Hinkebein hätten. Ja, ja, das ist... Verstehen Sie, was ich meine? Ja? Das ist, denke ich, ihr geht einen anderen Weg. Ihr geht den Weg des Vertrauens. Das ist die Marktlücke. Bitte. Hinkebein. Habe ich Sie richtig verstanden? Nee. Dass hinter diesen Machtmenschen, sagen wir jetzt mal die Pfarrer oder die Mediziner oder viele andere, dass da ganz einfach Angst steckt. Ja, aber Angst, jetzt ist es so, das ist, Angst ist kein Gottvertrauen haben. Ja. Also der berühmte Dietrich Bonhoeffer, vielleicht kennen Sie den, das ist der ist in einem dieser Konzentrationslager in Flossenburg umgebracht worden, da an der tschechischen Grenze in Bayern. Mhm. Das war so ein protestantischer Pfarrer. Der hat angefangen als MI5-Mitglied, also als Geheimfuzzi der Briten gegen Hitler. Und da hat er gekämpft gegen den. Da haben sie natürlich irgendwann gefangen und so. Und dann hat er im KZ Lieder geschrieben und Gedichte geschrieben. Eines seiner letzten heißt, ich glaube, dass der Gott aus dem Schlimmsten Gutes machen kann. Das glauben Ärzte nicht. Also, dass aus dem Schlimmsten immer noch so ein Halt von Vertrauen da sind, sondern wir sortieren, wir mit in der Männermedizin, das ist auch eine Männermedizin, ja. Kennen Sie den Unterschied zwischen Männer- und Frauenmedizin? Männer kämpfen eine Krankheit und Frauen sagen, 3 Tage kommt sie, 3 Tage ist sie da, 3 Tage geht sie. Wie bringen wir die Zeit eigentlich um, ja? Ja, also ja, so dass der nicht verzweifelt, nicht, das ist nicht böse gemeint, sondern so dass der diese Krankheit hat, nicht verzweifelt, sondern der Tag wird kommen, die Nacht wird kommen, wo das integriert ist, wo diese Eiche, diese Rinde wieder ganz um diese Wunde geschlossen hat. Und diese Zeit bleibe ich bei ihm als zweiter Baum, damit der Wind ihn nicht umschmeißen kann. Das ist Frauentherapie, das ist Hebamme. Was machen Hebammen? Die machen nichts. Die sind auf, konnte nichts machen, nur Wasser warm, ja? Wasser mal machen. Verstehen Sie, jetzt übertreibe ich ein bisschen, aber im Grunde genommen sind sie der Trost der gebärenden Frauen und bringen mit sich das Wissen der Frauen. So. Bitte, wenn jetzt Hebammen dabei sind, sagen, sie wissen nicht, was ein Darmschnitt ist. Ich weiß. Ja. Sie haben keine Ahnung von Sepsis. Ja. Ja. Habe ich jemanden vergessen? Habe ich jetzt endlich diese 20 Minuten um? Ja, kennen Sie, Sie sehen, dass eigentlich, egal wann Sie gestartet sind in Ihrem Beruf, der Himmel oder wer immer das ist, führt Sie auf eine religiöse Reise. Mit welchen Liedern, Texten, Gebeten, Ritualen, Kerzen, Gerüchen, Handgriffen, sie das machen, ist piepegal. Offenbar hat das Ganze sie als Werkzeug genommen und es ist immer, wenn man so will, eine spirituelle Aufgabe. Das müssen Sie sehen, dann haben Sie verstanden, was es bedeutet. Vertrauen ist die Heilkraft Nummer 1. Ja. Man sieht sich immer zweimal. Heute war das zweite Mal.